Seit 2008 findet in Leoben regelmäßig ein Wirtschaftsfrühstück statt. Dabei tauschen sich kleinere und mittlere Unternehmen mit sozialen Einrichtungen und öffentlichen Institutionen aus. Diese Form des Netzwerkens hat sich bewährt. Da müsste man jetzt hineinhören, aber ich glaube, jeder hat etwas zu erzählen. Im Prinzip ist die Stimmung eine positive, weil man spürt, dass in dieser Stadt doch eine Aufwärtsbewegung stattfindet. Sichtbar wird dieser Eindruck etwa in der Gastronomie, wo demnächst zwei Lokale wieder aufsperren. Die Szenerie wird wieder aufsperren am 1. März. Und auch der Arkadenhof wird demnächst wieder seine Pforten öffnen. Das sind wieder meines Erachtens wichtige Betriebe, die uns dann zur Verfügung stehen im Bereich der Gastronomie. Das jüngste Wirtschaftsfrühstück stand ganz im Zeichen des Jubiläums von Bürgermeister Kurt Wallner, der seit genau 10 Jahren im Amt ist. Was er aus dieser Zeit mitnimmt? Sehr viele neue Eindrücke, besondere Eindrücke, sehr viel Freude, Positives, manches Mal aber auch das Gegenteil. Aber das Positive überwiegt bei weitem. Und das Schöne ist, man konnte die Stadt für eine bestimmte Zeit wirklich so mitgestalten, dass es sichtbar ist und dass es spürbar ist. Leoben soll mit 17.000 Arbeitsplätzen und 10.000 Einpendlern auch in Zukunft eine Großstadt im Kleinformat sein. So lautet das Ziel von Wallner in seinem 11. Jahr als Bürgermeister. Ich nehme mir vor, dass ich der Leobener Bevölkerung noch für eine weitere Arbeitsperiode zur Verfügung stehen werde, zwischen 25 und 30. Und habe jetzt noch viele Projekte umzusetzen. Wir beginnen ja heuer mit der Neugestaltung des Hauptplatzes, auch mit der Klimaanpassung. Ganz wichtig ist mir der Rad- und Gehweg bis nach Auerwald, St. Michael, und dass der Kindergarten verdoppelt wird, dass für weitere 60 Kinder ein Betreuungsangebot da ist und dass wir bald mit der neuen Schule in Leitendorf in der Vollbergasse starten werden können. Das nächste Wirtschaftsfrühstück findet Mitte März im Down-Syndrom-Zentrum in Hinterberg statt.